Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Ja, wir sind immer noch im Becken unterwegs. Nee, im eisernen Dach oder auf dem eisernen Dach. Und versuchen Silitha zu finden. Die wir auch gerade, also wir haben zumindest den Zugang zum Bossraum gefunden, der sich da hier befindet, an dieser schönen Tür, die man noch nicht öffnen kann. Und ja. Wir versuchen weiter einen Weg zu finden, der uns weiterbringt. Aber wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Ja. Oh. Ja, jetzt kommt man natürlich erstmal nicht mehr zurück. Haha, wer hätte es gedacht? Ich habe mich ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Hurra. Na, komm. Kammerjäger ist da. Viecher sind aber auch hässlich, muss man sagen. Also, ne, wenn das die Söhne und Töchter von dieser Silitha sind, ne, also dann könnt ihr. Also die Hässlichkeit kann man sich dann vorstellen. War das jetzt eigentlich frauenfeindlich, dass ich nicht bedacht habe, dass sowas ja auch immer auf dem männlichen Part beruht? Das wäre eine interessante Frage. Ah, hier kriegen wir was Neues, genau, was richtig cool ist. Eine der coolsten Sachen, die es gibt. Zwar einen tollen neuen Handschuh. Genau, die Abgrundkette feuert eine Kette mit Spitze ab, die sich an Feinden oder beweglichen Objekten festsetzt. Benutzen Sie RT, um die Kette an anvisierten Feind oder Objekt zu verankern. Genau. Ja, ist ja gut. Ach ja, genau, jetzt kann man die Viecher nämlich endlich mal töten. Denn ohne Panzer sind die nicht mehr so cool. Also noch hässlicher übrigens. Ja. Hey. So, kaputt. Ja, gut. Aber man sollte ja auch beim Töten gründlich sein. Ja, und wir müssen nämlich jetzt diese ganzen Spinnenwächter töten, um Zugang zum Boss zu erhalten. Gucken, ob wir das in diesem Part noch schaffen. An blauen Kettenpunkten kann Krieg sich schwingen, während rote Kettenpunkte es ihm ermöglichen, sich dorthin zu ziehen. Genau. Das hier ist jetzt ein blauer. Da kann ich jetzt RT drücken. Und dann kann ich hier so lustig lang schwingen. Ja, hallo? Achso, dafür muss ich RT gedrückt halten, stimmt. Oder war da jetzt auch ein roter Punkt? Ich habe ihn übersehen. Na, ich mach das mal andersrum. Los! Jawohl, genau. Ah ja, dann kann man hier hoch. Ja, das ist schön. Ja, ich würde gerne ein bisschen höher. Also nur so ein bisschen. Ach so, ja, okay. Ja. Ach ja, jetzt kommen wir ja auch, glaube ich, wieder raus. Also, denke ich mal. Hä? Nein. Was mache ich denn? Ah, hier ist auch noch eine Chronosphäre, sehe ich gerade. Mal gucken, wofür wir die brauchen.
Ich muss jetzt erstmal noch mal kurz ins Inventar, damit ich die zuweisen kann. Ja, wobei, das kann man eigentlich erstmal so lassen. Das Horn brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Also, glaube ich zumindest, das stimmt. Keine Ahnung. Ah, hier ist auch der Schlüssel. Das ist schön. Also. Ah, nee. Ach, oh, okay. Wusste ich gar nicht. Nee, hier ist nicht der Schlüssel. Aber wozu brauchen wir jetzt diese Chromosphäre? Ah, doch, ja, ich weiß jetzt wieder warum. Ja. Okay. Ist nur die Frage, wie ich das jetzt am dümmsten anstelle. Kurz gucken. Ja, weil da ist nämlich der Schlüssel, den wir brauchen. Und ich hoffe, ich kann jetzt von hier mit der Klinge die Chronosphäre treffen. Natürlich nicht, war ja klar. Och, kann ich jetzt nicht wieder hoch? Ach Mann, wie war denn das nochmal? Na? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich probiere mal was. So, wir machen dich erstmal an. Ja, funktioniert in etwa, wenn ich ein bisschen schneller wäre. Ah ja, natürlich. Ja, doch, doch, doch. Das funktioniert. Da bin ich jetzt überzeugt. Nein. Wow. Na komm. Ja. Ach, scheiße. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Oder kann ich... Moment. Kann ich die anvisieren? Nee. Das will man auch nicht. Aber so ungefähr, wie ich das jetzt eben versucht habe, könnte es gehen. Deswegen werde ich jetzt nochmal probieren. Jawohl. Sehr schön. So, dann kriegen wir jetzt hier auch den Schlüssel. Hoffentlich. Hoffentlich nur irgendwie so die Dungeon-Karte. Nein. Okay. Das ist schön. Dann kommen wir auch raus, dann können wir die anderen vier Spinnenviecher töten. Hoffentlich. So, was machen wir denn jetzt? Schönes. Okay, ja gut, so kommt man auch hier raus. Ich weiß nicht, ob man da noch eleganter rauskommt. Aber egal, wir sind ja draußen. Es geht weiter. Aber jetzt kommen wir hier. Endlich drüber. Wo wir eben hingefallen sind oder runtergefallen sind, als hier alles eingestürzt ist. Das ist jetzt ein Witz. Naja, gut. Dann müssen wir ja halt ja noch mal herausfinden. Das ist doof. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Ach Mensch. Komm. Hoch mit dir, Krieg. Schneller. Mensch, Mensch, Mensch. So, ja gut, da wären wir auch schon wieder. Würde ich sagen, gehen wir jetzt straight raus und killen noch die anderen Spinnenwächter.
Und dann geht's auch schon Richtung Boss. So, genau. Zu denen können wir uns, wie gesagt, ranziehen. Und genau. Können so halt diese Abgründe hier überqueren. Wem es vielleicht auch aufgefallen ist, so in den ersten Parts, da hat man schon da zum Teil solche Haken gesehen. Die können wir dann jetzt natürlich auch benutzen. Da kommt auch schon das nächste Vieh. Wo man schon. Ja, ist ja gut. Um dann halt an vorher nicht betretbare Areale zu kommen. Oh, ich jetzt dreht erstmal alles platt hier von deinen Kumpels. Und dann bist du dran. So. Dass sich wieder Panzer da so rumkugelt. Das Vieh sieht ein bisschen aus wie einer von den Bugs aus Starship Troopers, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich eine Spinne darstellen soll, aber es erinnert mich trotzdem ein bisschen. Auch so wie es kämpft und sich bewegt. So mit den Vorderläufen, so ein bisschen so auf den Gegner einhacken. Hat ein bisschen was für Starship Troopers. So, ich zeig jetzt hier, wer der Boss ist. So. Und ihr seid auch dran. Okay, das war schon mal Nummer 2. Ja. Noch zwei mehr. Bevor wir dann Silly da gegenübertreten können. Okay. Im nächsten Raum müsste auch schon das nächste Vieh sein. Ist es nicht schön. Aber das ist ja unten. Hey! Der Facehugger hier. Ich weiß es ja nicht. Was, wir müssen jetzt hier wieder runter? Okay. Wie kriegen wir das Ding hier wieder runter? Können wir überhaupt nach unten? Ah ja, doch, können wir. Ah, nein. Das ist doch Fallenkrieg. Sonst verwittert ihr das ganz nach unten. Danke. Hilfe. Nee, warte, das machen wir anders. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. So. Ah, das ist gleich schon viel besser. Jetzt hier links runter und dann kommen wir da wieder zu dem Vieh, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Danach ist dann noch ein so ein Vieh übrig. Na komm. Ah komm, hier holen wir jetzt nochmal die Brechstange raus. Part darf ja nicht mehr zu lang werden. So, das Vieh ist auch schon mal tot. Wunderbar. Ja. Ah cool, den können wir exekuten. Den noch nicht. Ja, kannst blocken, wie du willst. Du kommst ran, mein Lieber. Habe ich momentan gar keine Zweifel hier. So. Ja, eine noch. Allerdings nicht mehr in diesem Part, denn der Part ist jetzt gleich vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Na komm, die machen wir noch platt. Ja, wow. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal bei Darksiders. Tschüss.